Hallo zusammen, endlich mal wieder ein neues YouTube-Video und heute wird es um das schriftliche Teilen gehen. Da habt ihr im Unterricht jede Menge Fragen dazu und hier könnt ihr es euch nochmal in aller Ruhe genau angucken. Ich versuche es euch so einfach wie möglich zu erklären. Denn geteilt rechnen kann eigentlich jeder. Jeder, der sich ein bisschen Zeit nimmt, um zu üben. Und jeder, der das kleine 1x1 beherrscht. Denn das ist Grundvoraussetzung für das Teilen. Teilen heißt in der Mathematik auch die Division. Und wir teilen Zahlen oder man teilt sie. Als Fachwort wieder dividieren oder man dividiert Zahlen. Das Rechenzeichen ist dieser Doppelpunkt. Den kennt ihr sicherlich. Auf einer Tastatur findet ihr auch dieses Zeichen mit diesem Strich zwischen dem Doppelpunkt oder diesen Schrägstrich. Ihr könnt ja mal auf die Suche gehen, ob ihr die Tasten findet. Aber was bedeutet teilen? Und dazu brauchen wir jetzt einfach mal unseren Mathe-Clown. So. Und dieser Mathe-Clown, der hat jeden Tag mächtig Hunger, der verputzt nämlich 12 dieser Hamburger. Ja, aber das bleibt nicht lange ein Geheimnis, denn ein zweiter Mathe-Clown hat genauso viel Hunger und der möchte natürlich etwas davon abhaben. Ja, wir haben zwei Mathe-Clowns und jeder von den beiden möchte ja genauso viel abhaben. Wir haben diese 12 Süßigkeiten. Und wie viel bekommt jetzt jeder? Richtig, genau 6 Stück. Damit haben wir insgesamt wieder 12 Hamburger und jeder bekommt gleich viel ab. Die Matheaufgabe dazu lautet 12 geteilt durch 2 ist gleich 6. Also 12 Hamburger geteilt durch 2 Clowns, jeder bekommt 6. Aber was? Wenn aus zwei Mathe-Clowns plötzlich drei Mathe-Clowns werden. Wir haben schließlich nur 12 Hamburger. Wie würdet ihr gerecht aufteilen? Was denkt ihr? Richtig. Jeder Mathe-Clown bekommt nun 4 Hamburger. So ist es gerecht und jeder hat gleich viel. Die Aufgabe dazu lautet 12 geteilt durch 3 ist gleich 4. 12 Hamburger geteilt durch die 3 Clowns und jeder bekommt 4 davon. Jetzt stellt euch mal vor, die Mathe-Clowns feiern eine Party und bestellen dazu 40 Hamburger. Gefeiert wird zu fünft, das heißt, sie müssen ihre 40 Hamburger durch 5 teilen. Wie viele Hamburger muss denn jeder jetzt essen, wenn alle gleich viel essen sollen? Richtig, 8 Hamburger muss jeder essen. Boah, das ist aber eine ganz schön große Menge. Da platzt einem ja fast der Bauch. Wie viele Hamburger schaffst du denn an einer Party? Oh je, Mini, jetzt hat sich der eine Mathe-Clown doch tatsächlich einen Scherz erlaubt und hat 100 Hamburger bestellt, die sie zu fünft essen müssen. Wie viele Hamburger isst jetzt jeder einzelne Clown? Jawohl, 20. Ach du meine Güte, das ist ja eine riesige Menge. Meinst du, das schaffen die? Na, was ist denn hier passiert? Der sieht ja gar nicht gut aus. Ich glaube, der hat ordentlich Bauchweh. Die 20 Hamburger waren wohl zu viel. Er hat sich jetzt aber überlegt, was wäre denn, wenn die 4 Clowns 144 Hamburger untereinander aufteilen würden und die auch noch mal essen würden? Was kommt denn da dabei raus? Ja, ihr merkt schon, das kann man im Kopf ganz schwer schnell ausrechnen. Deshalb gibt es das schriftliche Teilen. Und das zeigt euch jetzt Herr Kreis. Den kennt ihr doch von meinem Matheunterricht. Er ist öfters dabei. Schauen wir mal, wie das funktioniert.
Lieber Timo, vielen Dank für die Überleitung. Liebe Schüler und Schülerinnen, ich zeige euch jetzt, wie man schriftlich teilt, dass wir auch große Zahlen wie 144 durch 4 teilen können. Wir fragen uns zuerst, wie oft passt die 4 in die 14 rein? Und wer hier Probleme hat, kann sich auch mit der Hand behelfen. Wer nicht so gut im Kopfrechnen ist, zählt 4, 8, 12, aha, 16. 16 ist zu groß. Also, wie oft passt die 4 in die 14? Sie passt dreimal rein. Und deswegen schreiben wir auch die Zahl auf. 3 mal 4 gibt 12. Schreiben die 12 auf. Und jetzt kommt die schriftliche Subtraktion. Könnt ihr auch im Kopf machen. 14 minus 12 gibt 2. Jetzt nehmen wir als nächstes die 4 runter und fragen uns, wie oft passt die 4 in die 24? Jetzt können wir wieder mit den Händen rechnen. 4, 8, 12, 16. 20, 24. Aha, genau 6 Mal. Schreiben uns auf. 6 Mal. Fragen uns, wie oft das gibt. 6 mal 4. Schreiben es wieder auf. 24. 24 minus 24. Jetzt kommt wieder die Subtraktion. Ergibt 0. Sehr gut. Es bleibt kein Rest übrig. Die Aufgabe ist gelöst. 144 durch 4 gibt 36. Nächstes Beispiel, 201 geteilt durch 3. Wir fragen uns, wie oft passt die 3 in die 20? Wenn ihr da noch Probleme habt, malt euch ein Hilferaster auf und schreibt die ganzen Dreierfolge untereinander. Also einmal 3 gibt 3, 2 mal 3 gibt 6, 9, 12, 15, 18, 21. Das sehen wir ganz klar. Die 3 passt nur 6 mal in die 20, weil 7 mal wäre schon die Zahl zu groß. Also schreiben wir 6 mal passt die 3 in die 20 rein. Was gibt 6 mal 3? Hier steht's, 18. Also schreiben wir 18 auf, unter die 20, machen wieder unser Minus, unseren Strich drunter. Schriftliches Subtrahieren oder auch im Kopf. 20 minus 18 gibt 2. Wir nehmen die 1 runter. Wie oft passt die 3 in die 21? Unser Raster hilft uns. Für die, die es nicht im Kopf können. Ja, 7 mal passt die 3 in die 21. Wir schreiben 7. Was gibt 7 mal 3? 21. Unsere Subtraktion, Minus rechnen, 21 minus 21 gibt 0. Es bleibt kein Rest übrig. Super, wir sind fertig. 201 durch 3 gibt 67. Am besten, wir üben das nochmal. 225 durch 3. Wir schauen uns die ersten zwei Zahlen an, fragen uns, wie oft passt die 3 in die 22. Wer es nicht im Kopf kann, mit den Händen oder aufschreiben. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, aha, ist zu groß, also die 21. 7 mal passt die 3 in die 22 rein. Wir schreiben die 7 auf und rechnen zurück. 7 mal 3 war ja 21. Schreiben die 21 auf. Und rechnen jetzt minus 22 minus 21 gibt 1. Und wir schreiben uns die 1 auf, holen uns die nächste Zahl runter. 15. Wie oft passt die 3 in die 15? 3,
6, 9, 12, 15. Aha, genau 5 mal 5 mal 3 gibt auch 15. Wir rechnen das Ganze minus 15 minus 15 gibt 0. Kein Rest bleibt übrig. 225 durch 3 gibt 75. Aufgabe gelöst. Super.